Korfu 6 Jahre später. Wonach sieht es denn aus? Ich mache Urlaub. Ah, du warst zu lange in der Sonne. Du bist ja brauner als ein Bronzestandbild. Komm runter. Ach was. Ich genieße die frische Luft. Wohlverdiente Ruhe. Gut, wir sehen uns. Was wäre, wenn ich dir sage, dass ein legendärer Schatz auf dich wartet? Hm? Was sagst du dazu? Das habe ich schon so oft gehört. Jemand wie du findet ihn doch im Handumdrehen. Die Adresteia muss auf Vordermann gebracht werden und ich brauche ein paar Drachmen. Hilf einem alten Freund. Ja, um der alten Zeiten willen. In Ordnung, schon gut. Hüpft nur nicht gleich aus dem Chiton. Nicht mehr so leichtfüßig wie früher. Was hat das mit diesem Schatz auf sich? Ach, das ist sicher nur das Aufregendste, was dir seit Ewigkeiten passiert ist. Ich hatte schon genug Aufregung für ein ganzes Leben. Das ist wirklich der letzte Ort auf Korfu, an dem wir dich vermutet hätten. Was hast du hier ganz alleine gemacht? Rein gar nichts, werter Herodotos. Und dabei hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Tagsüber gedöst, nachts die Sterne bewundert und der Wein floss in Strömen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Vielleicht sieht es dem alten Alexios nicht ähnlich, aber der neue Alexios hat sich nie besser gefühlt. Du gehst doch nicht in Ruhestand, oder? Ich wünschte, das könnte ich. Es könnte so schön sein. Kein Ärger mehr und keine Kämpfe? Ist sowas überhaupt möglich? So klingt langweilig. So ein komisches Gesicht kenne ich von dir gar nicht. Komm schon, jeder mag Schätze. Ich bin nicht in Stimmung. Ich bin gerade beschäftigt. Nicht in Stimmung? Das klingt nun wirklich gar nicht nach dir. Ja, und? Was ist daran so schlimm? Mir geht's gut, wirklich. Ich brauchte einfach ein bisschen Zeit für mich, um über mein Leben nachzudenken und Abstand von allen zu gewinnen. Nicht böse gemeint. Schon in Ordnung. Es stimmt. Du hattest wirklich schwere Bürden zu tragen. Aber wenn irgendjemand das schafft, dann Alexios. Du brauchst etwas, das dich von den Bürden ablenkt. Komm schon. Sag, dass du mit auf Schatzsuche kommst. Für die Adrasteia. Für mich. Ach, gut, gehen wir auf Schatzsuche. Damit du ein paar Drachmen in die Taschen bekommst. Schon besser. So kenne ich dich. Die Beute wird sicher reichen für ein schickes neues Schiff. Der Legende nach soll von Göttinnen gewobenes feinstes Leinen mit dabei sein. Antike Schriftrollen, einzigartige Waren aus exotischen Ländern. Jetzt werd mal nicht überschwänglich, Barnabas. Schon gut, ich will niemandem die Überraschung verderben. Auf der gesamten Insel findest du Hinweise, die dich zu unermesslichem Reichtum führen werden. Wenn der Schatz so legendär ist, warum hat ihn dann noch niemand gefunden? Seit Jahrhunderten sucht man danach. Nun, vielleicht nicht ganz so lang. Niemand hat ihn je gefunden. Aber heute finden wir ihn. Abwarten. Das Einzige, was es hier im Überfluss gibt, ist Sand und Piraten. Ich hole schnell mein Zeug. Neue Region entdeckt. Drakonküste. Hui. Also wenn ihr das auf YouTube schaut, dann habt ihr nicht viel verpasst. Ich habe nur die Quest gestartet, die da heißt... Wie hieß sie denn? Auf Kefalenia.
Dieser Hut, dieser Sonnenhut. Hol deine Ausrüstung aus deinem Versteck. Also so weit weg hätte das Versteck jetzt aber auch nicht sein müssen, Alexos. Die sucht man sich ja einen Wolf. Seit ich meine Sachen hier verstaut habe, habe ich fast vergessen, dass es sie gibt. All die Leute, die ich getroffen habe. Es ist, als würden sie mir ständig folgen. Sowohl physisch als auch in meinem Kopf. Wenn du das Gegenteil von Urlaub suchst, fahr nach Sparta. Es wird Zeit, wieder in Form zu kommen. Passt du da überhaupt noch rein? Neue Gravur geschaltet. 99% Schutz vor Sonnenbrand. Überzogener Hut. Wir zerstören die Übungsziele, um wieder in Form zu kommen. Aber hier? Ich habe diesen Brief nicht mehr angesehen, seit Alcibiades ihn mir geschickt hat. Das ist Monate her. Brief von Alcibiades, mein appetitlicher Söldling. Ich vermisse ihn. Wenn der Brief schon so anfängt. Mein appetitlicher Söldling, wohin bist du gegangen? Hier ist nichts mehr, wie es war ohne dich. Ich hoffe, du bist nicht für immer gegangen. Ich will, dass du zurückkommst und dass du oft kommst. Ich hoffe, er meint, erscheint. Sicherlich verstehst du mich. Du wusstest immer, wie man mich nennen muss. Weißt du? Dein ergebener Alcibiades. Und hier oben balancieren wir mal auf dem Dachfürst entlang und dann out. Auf die Weise. Jetzt also zu diesen Hinweisen. So, mit der Rüstung und dem Aufwärmtraining. Ich dachte, ich hätte was übersehen. Kehren wir mal zu Barnabas zurück. Na, hoch mit dir. Zieh dich. Du faule Socke. Keine Kraft mehr in den Ärmchen. Barnabas hockt hier. Da bin ich 2 Minuten weg und schon liegt er auf meinem Platz. Interessante und faszinierende Hinweise erwarten dich. Barnabas, Vorsicht. Was denn? Zu viel? Nein, war genau die richtige Menge. Tipp für die Schatzsuche. Unsicher, wo du hingehen sollst, ich helfe, weil du es bist. Um die Tafel zu finden, sieh in der Nähe des Sees nach. Ach so, finde und lies den ersten Hinweis der Schatzsuche. Die Tafel befindet sich am See. Ich vermute mal, der See ist gemeint. Hier vorne ist auch noch einer. Ach, wir laufen einfach mal los. Wir werden hier vorne einmal synchronisieren.
Wollen wir mal ein wenig Korfu erkunden. Phobos ist auch wieder dabei. Südlicher Wachturm. Hier scheint er wohl schon länger zu liegen. Niemand scheint ihn zu vermissen. Brief. Ich glaube, ich bin endlich dahinter gekommen. Der Fremd auf Korfu ist ein spartanischer Spitzel. Warum sonst sollte er ausgerechnet hierher kommen? Aber etwas ist komisch. Sein Adler überfliegt und beobachtet das Land, während der Fremde nur am Strand herumläuft und isst und trinkt und hurt, als gäbe es kein Morgen. Noch seltsamer, ich sah, wie er von einer Klippe sprang und in einem Heuhaufen landete, ohne einen einzigen Kratzer. Die anderen am See halten mich für verrückt, doch ich weiß, was ich gesehen habe. Ich werde sie eines Besseren belehren und versuche es selbst. Vielleicht werde ich fliegen, wie der Adler des Fremden. Fauliges Fleisch. Hier ist es so friedlich. Was haben wir denn so aufgedeckt? Nicht viel. Ach, das ist bestimmt die Leiche, die ich geplündert hatte, der den Brief geschrieben hat. Ja. Ich verstecke. Und das war's dann mit der Idylle und der Ruhe. Dann wollen wir sie mal auseinandernehmen. Der hat sich auch den letzten Fisch geangelt. Das muss der erste Hinweis sein. Yeah. Moment, wer hat es geschrieben? Sieht aus, als wäre es an Bord eines Schiffs während eines Sturms hingekritzelt worden. Von Barnabas vielleicht? Ein legendärer Schatz, hm? Wirkt eher, als hätten Barnabas und Herodotos einfach nur meinen Urlaub beenden wollen. Diese beiden. In Ordnung, Jungs. Wo soll ich als nächstes hin? Der Schiffsführer und der Kyklop. Griechische Welt. Korfu. Vom Kyklopen gefoltert und fast im Kübel ertränkt, hat er dir seine Freundschaft, sein Schiff und seine Mannschaft geschenkt. Reise nach Nordwesten, in das Dorf, wo ich zur Ruhe liege. Du findest mich im Krug, nicht in der Ziege. Was zur Hölle? Die beiden haben zu viel Langeweile. Oh, habe ich einen übersehen. Sei nicht traurig. Das haben wir gleich. Hier soll sich aber noch ein Schatz befinden. Ach, da oben. Da oben. Schon mal ins Zelt. Oh, Pfeile. Pfeile können wir immer gebrauchen. Hat
Tarakonsee abgeschlossen. Dann begeben wir uns mal weiter. Inselinnere. Die ganze Zeit war gut, ne? Jetzt ist meine Nase wieder zu. Felsen rum. Ach so. Alieos. Suche im Dorf Alieos nach einem mit Wasser gefüllten Topf. Es sollte eine Ziege anwesend sein. Schauspieler, die Piraten mimen. Nicht schlecht. Die beiden haben sich selbst übertroffen. Ich würde euch nicht erschrecken. Olle Truhe. Eine Ziege. Ist ja mit Wasser gefüllt, Topf. Hey, was hast du da gefunden, Söldling? Neue Kravur, was? Doch liefern wir unserem Publikum einen guten Kampf. Keine schlechte Vorstellung. Habt ihr Erfahrung als Schauspieler? Aua, mein Rücken! Was? Ich glaube, das waren keine Schauspieler. Der scheint schon länger da zu sitzen. Wir wissen, dass du es weißt. Dass ich was weiß? Was soll ich wissen? Der Schatz, lüg mich nicht an. Du hast rumgeschnüffelt. Tja, sowas machen Leute eben, wenn sie auf Schatzsuche sind. Wir finden ihn zuerst. Wirst du schon sehen. Ich nehme an, der Kampf war nicht nur gespielt. Niemand spielt, wenn es um solche Reichtümer geht. Aber diese Hinweise stammen von Herodotos und Barnabas, oder? Welche Hinweise? Was? Was? Woher weißt du von dem Brief des Schatzsuchers? Moment. Nochmal von vorn. Es gibt einen echten Schatz hier auf Korfu, ja? Ist doch egal. Du würdest ihn sowieso nie zu Gesicht bekommen. Du bleibst hier eingesperrt bis ans Ende deiner Tage. Das werden wir noch sehen. Wo ist meine Ausrüstung? Muss ich erstmal hier rauskommen? Ah, okay. Du wolltest es doch. Aber... Na gut, dann gehen wir erstmal Ausrüstung holen. Lasst mich in Frieden! Haut ab! Lasst mich! Ach so. Ach so, okay. Ja, das war. Ich hätte mich jetzt. Ja, peinlich.
Wo ist meine Ausrüstung? Jetzt aber. Das ist der falsche Ort für einen Spaziergang. Jetzt! Attacke! Ich nehme dich auf! Ich wollte sagen, das ist aber nicht meine Ausrüstung. Du brennst dich nur, du verbrennst auch gleich. Töte den Kerkermeister und suche ihn nach Informationen ab. Das ist der Kerker? Ach, der liegt da, der ist. Ich sollte in dieser Siedlung nach dem Brief suchen, den er erwähnt hat. Notizen des Kerkermeisters. Niemand kann diesen dummen Brief lesen, aber er ist vom Schatzsucher persönlich. Behaltet ihn in der Siedlung, bis er entziffert ist, und setzt die Suche nach dem Schatz fort, bis ihr ihn findet. Okay. Das ist also kein Spiel von Barnabas und Herodotos. Das ist eine ernste Angelegenheit. Der Brief befindet sich südlich der Trepanon-Küste. Ich vermute mal hier. Dann lasst uns doch mal schauen gehen, was es damit auf sich hat. Ich dachte echt, Barnabas steckt hinter dem Er macht sich einen Spaß. Die hätten mir ja helfen können bei der Suche, aber nein. Es stören sie meinen Urlaub und dann sowas. Lessikos-Siedlung. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Wir verstecken uns lieber nochmal. Das ist schon nicht tief genug. Lassen Icarus nochmal umgucken. Da ist ein Gefangener. Fußvolk, Soldat, noch ein Gefangener. Was siehst du, Icarus? Was siehst du? Was siehst du, was ich nicht sehe? Ach, noch ein Gefangener. Okay. Die Siedlung ist gleich unbewohnt.
Mein Rücken! Immer auf den Rücken! Muss das sein? Egal, wo wir hinkommen, wir hinterlassen erstmal einen Leichenberg. Dann werde ich erstmal frei. Guten Tag, junge Frau. Ach, zum Glück gibt's ja mich. Zum Glück gibt's ja mich. Ich bin der Adlermann. Die Legende. Noch nie von mir gehört? Unwahrscheinlich. Ein oller Kampfspeer haben wir gefunden. Raus. Ach, ist nicht notwendig. Du nennst mich Feigling? Hättest mich nicht Feigling nennen sollen. Erstmal den Tagträumer hier. Erdolchen. Geht's ja mal auf. Ach, hier müsste der Brief drin sein. Was sagt's denn? Er ist auf Griechisch. Aber irgendwie auch nicht. Hoffentlich kann Herodotos das lesen. Bin ich zuversichtlich. Aber was ich mich gerade frage, warum ist auf Korfu kein Krieg? Eigentlich müssten sich die Griechen und Spartiaten hier doch auf die Köpfe einschlagen. So, komm raus, du bist frei. Gerne. Siedlung abgeschlossen. Dann kehren wir mal zu Herodotos zurück. Die können sich jetzt auch mal nützlich machen. Meinen Urlaub zerstören und dann nichts machen? Gibt nicht. Ihr wird nicht gefaulenzt. Übersetzt mir das. Ich nichts lernen? Was steht da? Oh. Erz. Du lebst! Ich nehme an, jetzt sagt ihr mir, dass die Schatzsuche erfunden war, richtig? Warum sie überrascht? Der Ansicht, du bräuchtest mehr Abenteuer in deinem Leben. Ich kenne dich. Du bist wie ich. Dein Leben treibt dich von einem Hafen zum nächsten. Ich dachte, es tut dir gut, wenn du das Gefühl hast, gebraucht zu werden. Okay. Ich hätte trotzdem gern die Wahrheit gewusst. Auch wenn es gut gemeint war, warnt mich das nächste Mal vor, wenn ihr mir Ärger einbrockt.
Ich bin auf Korfu, um genau das zu vermeiden. In Ordnung. Ein paar Hinweise sind noch auf der Insel verstreut, falls du nach ihnen suchen möchtest. Uns zuliebe. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Hoffentlich finden die Piraten sie nicht zuerst. Apropos Hinweise. Zu spät. Echte Hinweise. Ich habe diesen Brief gefunden. Zu spät. Das ist ein alter dorischer Dialekt. Ich kann es teilweise lesen, aber niemand spricht es mehr. Und mit den Menschen, die es sprachen, starben auch ihre Geschichten. Bemerkenswert. Was steht denn da? Ich weiß es nicht genau, aber es passt zu einer Geschichte, die ich einmal gehört habe. Über einen Schlüssel in einem versunkenen Tempel vor Korfu, bei einer kleinen Insel. Aha! Schlüssel öffnen irgendwas. Unsere Suche ist noch nicht vorbei, den Göttern sei Dank. Ein Schlüssel im Wasser. Das grenzt es nicht gerade ein, wenn man auf einer Insel ist. Erst hast du ein wenig gezögert. Aber jetzt wird es ernst. Wir drei werden Geschichte schreiben. Das ist nicht die Art von Entspannung, die ich mir erhofft hatte. Ich kam her, um Abstand zu gewinnen. Schon vergessen? Aber jetzt stecken wir schon mittendrin. Ob es mir gefällt oder nicht. So ist es richtig. Wohin jetzt? Ein alter Kollege von mir, ein Lehrmeister, lebt auf der Insel. Vielleicht kann er den Brief in Gänze übersetzen. Ich gehe nach Korkyra und finde heraus, was er weiß. Wir treffen uns dort. Barnabas, bring ihn hin. Die Piraten werden mit Sicherheit nach dem Brief suchen. Alles klar. Und dann gehe ich zum Hafen. Die Trieren, die sie in Korfu bauen, sind unglaublich. Langsam entwickelt sich das Ganze zu Barnabas-Urlaub. Ach, die zwei. Man muss sie einfach gern haben. Wir haben mehrere Quests angenommen. Was haben wir denn hier? Findet die übrigen Hinweise. Und ich erreiche das Innere des versunkenen Tempels. Findet sich im Herzen Korkyras. Okay. Das liegt ja eigentlich quasi auf dem Weg. Dann würde ich gerne die aktivieren lassen. So, den Quest. Ich habe doch schon alle ausgewählt. Dann laufen wir einfach mal hier vorne hin. Ah ne. Hier ist noch ein Fragezeichen, was wir übersehen haben. Ich finde mir dort einen Hinweis. Dann lass uns mal Hinweise suchen gehen. Sonnenlicht. Sonnenlicht? Es wird gerade hell. Ich war kurz verwirrt. So, auch noch Olivenholz. Scheint irgendwas sich im Bau zu befinden. Ups. Das ploppte jetzt aber voll schön hier. Hier vorne noch. Hier ein Haus hin.
Herrlich. Machen wir dann jeden Abend Party. Gasthaus Parolis. Entschuldigung. Aber was lassen die auf die Tür offen stehen? Das lädt doch dazu ein. Das sind Diebstähle doch schon vorprogrammiert. So ehrlich ist doch niemand. Hügelruinen entdeckt. Mal synchronisieren. Mach auf mit uns. So es wieder was zum Synchronisieren gibt, wird mir klar, wie sehr ich das vermisst habe. Hinweise, wo versteckt ihr euch? Lange seid ihr nicht mehr sicher, hoffe ich. Gehöft von Trepranon. Hoffentlich erwischt er uns nicht. Schon in der Hütte drin. Bist du Trepranon? Ich beklau dich mal eben. Rostiger Stab. Was macht ihr da? Holzbalken. Klonk. Und weg ist er. Verschwunden war das Brett und nie mehr wieder gesehen. Hier ist ein Ziel. Ah. Wir haben den Tempel gefunden. Bei einer kleinen Insel vor Korfu. Der versunkene Schlüssel kann nicht weit sein. Da habe ich das Rätsel verstanden. Ich glaube, ich springe von hier aus. Ins kühle Nass. Aua! Was? Leuchtet doch gerade irgendwas. Nur ist es weg. Wo ist es hin?
Ist auch sehr düster. Ach ja. Luft! Luft! Das kann nicht weit sein. Das war knapp. Okay, wir suchen einen Schatz. Upf. Sorry, Snake. Auch noch eine. Oh. Nimm das. Ich hab hier doch gerade... Da oben scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Mann, 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 Mann. Hier oben scheint ein Ort von Interesse zu sein. Jetzt auf zu Herodotos im Haus des Lehrmeisters. Hoffentlich wissen Sie, was dieser Schlüssel öffnet. Ich bin am Schlüssel vorbeigelaufen. Hier muss aber noch irgendwo ein Schatz sein in dieser Höhle. Vermute mal. Dass der ziemlich weit am Anfang war. Durch die Höhle, durch die wir geschwommen sind. Und hier nochmal hoch. Wir hier noch mal durch. Oder irre ich mich wohl? Na? Hä? Geht's hier? Oh oh. Jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Ich war, wo war denn? Das war aber allerletzte Sekunde jetzt. Ja.
kann ja dann nur noch hier sein. Soweit die Theorie. Auch nicht zu sein. Versuchender Tempel abgeschlossen. Oh, na gut. Wie habe ich das denn übersehen? Es ist wieder soweit. Ich zweifle an meinen Fähigkeiten. Ihr habt es geschafft. Ubisoft, ihr macht mich Kiere. Ich mache mich, glaube ich, selber Kiere. Übernommenes Lager. Na, wenn ihr euch da mal nicht übernommen habt. Ups. Das ist unser nächstes Opfer. Oh. Hat vorbeigelaufen. Ich hätte das Spektakel beinahe verpasst. So, wie sind denn die beiden Schätze, Karus? Dort ist einer. Nummer 2 ist im Zelt. Na, zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Nee, das ist runter. Uiuiuiui. Jetzt aber.
Übernommenes Lager abgeschlossen. Dann machen wir mal hier drüben weiter. Da drüben ist da drüben. Vorne ist Olivenholz. Dann folgen wir mal dem Weg. Wenn wir den Schatz gefunden haben, ist Korfu ganz ausgestorben. Reuton-Lager. Da schleicht einer. Da geht zum Boot. Da ist auch noch einer. Siehst du denn noch? Bestimmt die Gefangenen, ne? So, dann meucheln wir dich mal. Er sieht uns doch bestimmt hier. Nee. Nicht so laut! Die hören uns doch, die Wachen und Soldaten! Platsch. Ich bin mittlerweile gewöhnt, gegen große Fabelwesen zu kämpfen. Nicht gegen einfaches Fußvolk. Oh, die Löwen lassen wir mal, wo sie sind. Da komm du da mal raus, du Schreihals. Noch ein Schatz irgendwo? Tatsache. Ein kleines Trüchen. Na, immerhin 108 Drachmen. 108 Drachmen haben oder nicht? Steht uns doch tatsächlich der vertrocknete Baum im Weg. Steinbruch.